Und wir machen jetzt eine kleine Umfrage zu dem Thema Weltuntergang und wir wollten mal so wissen, was ihr denn dazu sagt. Meine Meinung zum Weltuntergang ist, dass die Welt höchstwahrscheinlich nicht untergeht, weil ich denke, dass irgendwann muss der Maya-Kalender ja aufhören, weil sie können ja nicht den Kalender für ewig schreiben und sie haben ja vor so langer Zeit gelebt, dass es schon eine lange Zeit war und von daher denke ich nicht, dass die Welt untergeht. Also ich finde, dass die Welt nicht wegen einem Kalender untergeht, sondern ich glaube, die geht eher wahrscheinlich vielleicht irgendwann unter wegen den vielen Naturkatastrophen und wenn man nichts dagegen tut, kann es schon sein, dass sie deswegen untergeht, aber nicht wegen irgendeinem Kalender, der zu Ende ist. Ich habe von dem Weltuntergang und dem Kalender der Mayas gehört, aber ich glaube nicht daran, dass die Welt untergeht. Ich denke, dass die Welt bestimmt irgendwann untergehen wird, aber nicht wegen dem Maya-Kalender oder so, ja. Ja, also ich persönlich glaube nicht, dass die Welt 2012 untergehen wird. Vor allem, wenn man bedenkt, vor wie vielen Jahren die Mayas gelebt haben. Und wenn man sieht, wie oft der Weltuntergang schon vorausgesagt wurde und es ist nie eingetroffen. Also die Welt existiert ja noch, ist alles noch wunderbar. Und ich glaube auch, dass es dieses Jahr einfach das Leben weitergeht und es wird keine Katastrophe passieren. Also ich persönlich glaube nicht, dass die Welt untergeht. Irgendwann geht sie bestimmt unter, aber in nächster Zeit nicht. Ja, jetzt haben wir ein paar Meinungen aus dem Team gehört, aber jetzt werden wir uns doch draußen umhören, was die Leute denn draußen auf der Straße so dazu sagen. Viele glauben ja, dass 2012 die Welt untergeht laut dem Maya-Kalender. Glauben Sie daran? Was halten Sie davon? Nee, glaube ich nicht daran. Okay. Ich denke ganz einfach, dass irgendjemand wahrscheinlich keine Lust mehr gehabt hat, den fortzuführen, weil der ging jetzt ewig. Ja. Ja, das ist meine Meinung. Okay, gut. Also, meiner Meinung ist es ja purer Schwachsinn, weil, keine Ahnung, ist einfach so. Ja, meiner Meinung nach ist es auch eigentlich nur Schwachsinn, weil das passiert ja eh nicht und die können es ja auch nicht wirklich vorhersagen. Also. Laut dem Maya-Kalender soll 2012 die Welt untergehen. Was halten Sie davon? Ah, das ist, ich glaube, dass die Welt ist schon manchmal untergegangen und sie besteht noch heute. Weiß ich gar nicht und es interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Also viele glauben ja, dass 2012 die Welt untergeht wegen dem Maya-Kalender. Was halten Sie davon? Eher wenig, weil das Ganze nicht auf Fakten basiert, mehr auf Interpretation von Prophezeiungen, die ja frei erfunden sein können oder auch nicht, weiß man. Da halte ich nicht so viel von, also ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen, nee, ist Quatsch meiner Meinung nach. Okay. Die Maya-Kalender sagt nicht, dass die Welt untergeht, da kommt einfach ein neuer Kalender. Wenn du Kalender verkaufen willst, dann ist es jetzt die Chance für dich, um gute Kohle zu verdienen. 2012, Mayas Kalender verkaufen. Ja, okay? Dankeschön. Ja? Okay. Nein, der Welt geht nicht unter. Okay, vielen Dank. Oben. Der Sonne kommt hoch, der geht dahin und geht wieder runter. Am nächsten Morgen kommt er wieder hoch. Wir gehen nicht tot, wir bleiben alle leben. Okay. Aber Kalender verkaufen, gute Business, okay? Danke.